Sag mal. Den hast du wirklich selbst gebacken. Ja, klar, ging ja nicht anders. Versuch doch mal hier in Hamburg einen trockenen Streuselkuchen zu finden, ohne Zuckerguss und Früchtequatsch. Da wirst du bekloppt. Na, ja, da ist auch was. Aber mal was anderes. Wie ist denn eigentlich die Geschichte von Halo? Vom komplette ganze Halo-Universum oder was? Das ist man ja moin noch hier. Nee, von der Hauptspieler halt. Ach so, naja dann. Also Halo 1 geht los im Jahr 2552 auf der Pillar of Autumn, ein Raumschiff von den Marines. Die Suche der Halo. Das ist eine künstlich geschaffene Ringwelt. Also wirklich ein riesiger Kringel Mitte im Weltraum, auf dem er rumlaufen kann. So, aber kurz bevor die landen können, werden sie angegriffen von Aliens. Dieselbe Aliens, mit denen sich die Menschheit schon seit Ewigkeit rumzanken muss. Covenant heißen die. Aber die haben die Rechnung ohne den Master Chief gemacht, gell? Ganz genau. Der Master Chief ist ein Spaten, ein genmanipulierter Supersoldat. Und der wird von seinen Kollegen aus dem Kühlschrank geholt, damit... Was ist der, ein Spaten? So ein Klappspaten? Nee, ein Spaten. Wie Spartaner, nur auf Englisch. Das ist der Projektname von denen Supersoldaten. So, ja, dann sag das doch. Ja gut, also der Master Chief wird aufgedaut, um für seinen Chef, den Captain Keys, einen Auftrag zu erfüllen. Er soll die Cordana von dem Schiff hier wegbringen und beschütze. Das ist eine KI, die die wichtigsten Geheimnisse von den Menschen kennt und die die Aliens auf keinen Fall in ihre dreckige Wichskrivel kriegen dürfe. Also kopiert der Captain Keys die Cordana auf dem Memory Card, der Master Chief babt die sich an den Hinterkopf und macht sich vom Acker, ab auf der Halo. Warum sind die Menschen überhaupt zu dem Halo hingeflogen? Was ist denn da? Ja, warte, da kommen wir gleich zu. Also, auf dem Halo angekommen, wird der Master Chief gleich schon mal von The Covenant empfangen. Die sind da nämlich auch gelandet. Und danach muss er erstmal seine Crew zusammensuchen. Es gibt nämlich noch mehr Überlebende. Unter anderem auch sein Chef, der Captain Keys, der von den Aliens aber gekidnappt worden ist und jetzt auf ihrem lilanen Schiff festgehalten wird. Ist aber kein Problem für den Chief, der geht da kurz rein, räumt immer ordentlich auf und holt den Captain dann aus. So, und was die Cortana dann rausfindet, ist, dass der Halo eigentlich eine Waffe ist, mit der man wohl die Macht über die ganze Galaxie hat. Und dass er wohl so eine Art heiliges Relikt für die Aliens ist. Ach, guck mal an, religiös sind die auch noch. Und wie? Wird später noch viel deutlicher. So, das Wichtigste ist halt jetzt zu verhindern, dass die Covenant die Kontrolle über der Halo kriegen. Dafür müssen der Chief und seine Kumpels kreuzen quer über die Ringdüse, um den Kontrollraum zu finden. Und als sie endlich da ankommen, steckt Chief die Cortana in den Computer, damit die sich durch die Datenbank gewühlen kann. Dabei findest du raus, dass der Halo von der Blutsfeder gebaut wird. Das ist eine uralte Alienrasse, die von der Covenant als Götter verehrt werden. Aber sie findet auch raus, dass hier auf dem Halo noch etwas vergraben ist. Etwas ganz Schlimmes, bevor die Covenant so richtig Schiss habe. Und dass der Captain Keys gerade in dem Moment dabei ist, diese schlimme Scheiße aus Versehen freizulassen. Und deswegen soll sich Chief doch bitte auf die Socke machen, um den aufzuhalten. Ach du grüne Neune, was könnte das sein? Grün ist schon mal gar nicht so verkehrt. Als der Chief in dem Sumpf ankommt, wo das letzte Signal vom Captain hergekommen ist, trifft er nämlich auf so grüne Knubbelfiecher, die Flut. Das ist ein Parasit, der jedes Lebewesen infizieren und in eklige Pustelmonster verwandeln tut. So erzählt es jedenfalls der 343 Guilty Spark. Das ist so ein kleiner fliegender Roboter, der sich als Illuminat bezeichnet und der ursprünglich dafür sorgen soll, dass die Flut nicht ausbricht. Naja, hat ja nicht so gut geklappt, ne? Also Plan B, der Chief soll ihm helfen, die Suppe wieder auszulöffeln. Dazu soll er erst in die Bibliothek einbrechen und den Index hole, das ist so ein Schlüssel, mit dem sie dann zurück im Kontrollraum der Halo aktivieren können. Und dadurch wird die Flut ausgerottet werden, denkt der Master Chief auf jeden Fall. Aha, und wie es wirklich? Tja, wie es wirklich ist, sagten dann die Cordana. Die hat ja schon die ganze Zeit in dem Computer vom Kontrollraum abgehangen und weiß Bescheid. Der Halo wurde nämlich nicht gebaut, um die Flut zu vernichten, sondern ihr Futter. Was übersetzt heißt, alles biologische Leben in einem Umkreis von 25.000 Lichtjahr. Ein Großteil von der Galaxie wäre damit komplett sterilisiert. Aber das hab ich jetzt nicht. Die Flut ist eine Gefahr für alle Lebewesen. Und die Lösung soll sein, dass man vorher alle Lebewesen umbringt, damit die Flut nichts mehr zu futtern hat. Wo ist denn das hin? Ja, pass auf. Der Halo hat eine Bibliothek, in der Probe von alle Lebewesen konserviert sind, damit, wenn man der Halo mal zünden muss, anschließend wieder Lebe ausgesät und die ganze Galaxie bevölkert werden kann. Die Blutsfälle haben sich also schon etwas bei gedacht, als sie die Dinger gebaut haben, verstehst du? Ah, so. Aber es wäre jetzt trotzdem blöd, die ganze Galaxie leer zu fegen, oder? Eben drum macht es der Master Chief nicht, sondern versucht jetzt zusammen mit der Cordana der Halo kaputt zu machen. Nämlich indem sie den Nuklearreaktor von der Pillar of Autumn in die Luft jagen. Die ist ja hier irgendwo gecrashed. Das ist natürlich viel komplizierter, als es das erste Mal klingt, weil nur der Captain Keys mit irgendwelchen Implantaten dazu in der Lage wäre, den Selbstzerstörungsmechanismus zu zünden. Aber der mutiert auf einem Covenant-Raumschiff zu einer 5 Meter großen Flutkartoffel, weshalb der Chief die Implantate per Fausteinsatz aus dem rauspulen muss. Wie auch immer, am Ende könnte der Master Chief und die Cortana auf jeden Fall die Pillar of Autumn in die Luft jage und damit auch der Halo kaputt mache. Ende. Naja, Ende ist noch lange nicht, oder? Wahrscheinlich geht's ja jetzt richtig los. Ja, genau das sagte Master Chief auch. Ich glaube, es geht erst los. Okay, jetzt Teil 2. Da geht's los mit der großen Party auf einer Raumstation. Der Master Chief und sein Kollege, also soll heiße des Sergeant Johnson und dem Captain Keys sei Dr. Miranda, kriegen Medaille an die Brust gebappt, habt da gut gemacht, danke für die Rettung der Galaxis, bla bla bla, wie man sich das halt so vorstellt. Aber mir sehe ja auch, was bei der Aliens passiert. Wir lernen nämlich den Elite-Alien kennen, der für die Vernichtung des Halos verantwortlich gemacht wird. Tel Vadami heißt der. Und die Chefs von The Covenant machen den vor versammelter Mannschaft zur Sau.
Er hätte es komplett verbockt. Der gute heilige Halo ist jetzt im Arsch. Wie kann man sich nur von so einem popeligen Master Chief überrumpeln lassen? Naja, und als Strafe wird er dann öffentlich gefoltert, gebrandmarkt und eingebuchtet. Der arme Kerl. Ja, aber der bleibt nicht lang eingesperrt, weil die Propheten, also so werden die Chefs genannt, gäbe ihm die Chance, seine Ehre zurückzuerlangen, indem sie ihn zum Gebieter ernennen. Zum Gebieter? Heißt es, dass der jetzt auch ein Anführer ist? Ja, nicht so richtig. Ist kompliziert. Als Gebieter hast du zwar einen hohen Rang, gilt es aber trotzdem als unehrenhafter Loser und wirst deswegen auf unmögliche Missionen geschickt, bei denen du aller Wahrscheinlichkeit nach Truff gehen wirst. Du wirst also gezwungenermaßen zum Märtyrer gemacht. Aha. Okay, aber wie es da weitergeht, sehen wir dann. Jetzt müssen wir erst nochmal zum Master Chief zurückkehren. Die Erde wird nämlich von Covenant-Raumschiffen attackiert und der Chief muss wieder ordentlich was wegballern. Ich brauche eine Waffe. Zuerst findet er eine Alien-Bombe auf der Raumstation, wo eben noch gefeiert wurde, und schickt die dann zurück zum Absender. Super, gleich mal die feindliche Reihe dezimiert. Und danach wird auf der Erde weitergekämpft, in New Mombasa, um genau zu sein. Das Wichtigste ist hier, dass der Prophet des Bedauerns, der die Covenant-Meute bei dem Angriff anführt, sich per Wurmloch aus dem Staub machen will, als er merkt, dass seine Leute am Abkacke sind, und dass der Master Chief und seine Freunde dem durch das Wurmloch folge. Denn weißt du, wo die dann alle zusammen rauskommen? Ei, wo? Bei einem anderen Halo. Geh fort. Wie viel von den Kringeln gibt's denn überhaupt? Sippe. Beziehungsweise, nachdem der Chief ja den Ahne zerdeppert hat, nur noch 6. Und was ist da dann passiert? Guck mal gleich, wir müssen jetzt nämlich nochmal zurück zum Gebieter. Der hat nämlich von seinen Prophetenchefs den knüppelharten Auftrag gekriegt, einen abtrünnigen Ketzer zur Strecke zu bringen. Und als die zwei dann aufeinandertreffen, will ihm der Ketzer schon so ein bisschen verklickern, wieso er glaubt, dass die Propheten verblendete Fanatiker sind und dass die sogenannte große Reise, die die plane, kompletter Bockmist ist. Außerdem hatte Ketzer 8343 Gildi-Spark bei sich, um den Gebieter zu überzeugen. Denn diese Illuminade-Roboter gilt bei den Aliens als Orakel, ist also schon eine große Argumentationshilfe. Zu einer gescheiten Diskussion kommt es aber erst gar nicht, weil die zwei sich ruckzuck in die Wolle kriege und der Gebieter in Ketzer umhauen muss. Trotzdem ist er so busy ins Grübele gekommen, ob das alles so stimmt, was die Propheten die ganze Zeit predigen. Was ist denn die große Reise? Ach, das ist so ein Schwurbel von der Propheten, die denken, dass wenn sie die heilige Ringe anknipse, sie das physische Dasein überwinde und in Götter transzendieren. Völliger Humbug. Na, wobei, zum Teil stimmt es ja. Das physische Dasein würden sie überwinden. Ach, wieder wahr. Also genau das versucht der Prophet des Bedauerns jetzt. Der will der Halo anwerfen und die große Reise einleite. Wozu es aber nicht kommt, weil der Master Chief ihm auf seinen Future-Rollstuhl hüpft und ihm ins Gesicht boxt. So weit, so gut. Dummerweise ist währenddessen aber die High Charity beim Halo angekommen, so heißt die fliegende Stadt von The Covenant, zusammen mit einer Eskorte, und die ballert jetzt einen fetten Laserstrahl nunter auf die Erde, der die komplette Oberfläche verglast. Der Chief, flink wie Wiesel, hüpft ins Wasser und entgeht der Verglasung gerade so. Aber im Wasser wird er von Tentakel geschnappt und in die Tiefe gezerrt. Ui. Ist eine Krake im Wasser gewesen? Eins nach dem anderen. Wir sind jetzt wieder beim Gebieter. Der ist jetzt in der fliegenden Stadt bei seinen zwei anderen Prophetenchefs, Wahrheit und Gnade heißen die übrigens, und die sagen ihm, dass er den Index auf dem Halo suchen soll, mit dem er gezündet werden kann. Der fehlt denen ja noch. Und die Brutes, das ist so eine andere Alienrasse, die Jobs für die Chefs erledigt, kutschieren ihn nach unten. In der Bibliothek angekommen, musste Gebieter noch die Miranda und Sergeant Johnson umwemsen, die sich den Index ebenfalls krallen wollte, und damit hat er seinen Auftrag eigentlich erledigt. Doch dann fällt ihm der Anführer von der Brutes in der Rücke, der Tartarus. Der schnappt sich den Schlüssel, nimmt die Miranda und Johnson gefangen und stummte Gebieter in der Abgrund. Und das ist nicht immer auf dem sein Mist gewachsen, das wurde ihm von den Propheten so aufgetragen. Eieiei, das ist ja richtig spannend. Tja, und es wird noch besser. Erinnerst du dich an die Tentakel? Das war kein Krage, sondern der Gravemind. Das kollektive Gehirn von der Flut. Und der hat sich jetzt alle Beteiligten zu sich geholt. Der Master Chief, der Gebieter, dann noch der kleine Illuminat von diesem Halo hier und 8 der Prophet des Bedauerns. Der Gravemind erklärt denen, dass sowohl die große Reise von The Covenant als auch die Eidämmungsmaßnahme, für die Illuminate-Roboter zuständig sind, Ei und die Selbstsach sind, nämlich alles Lebe zu vernichten. Der Master Chief weiß das natürlich schon längst, aber der Gebieter muss erst noch davon überzeugt werden, was dann letztendlich auch klappt, und deswegen tun sich der Master Chief und der Gebieter zusammen. Nee. Doch! Naja, also die tun sich zusammen, gehen aber getrennt vor. Der Master Chief macht sich auf den Weg zur High Charity, um sich den Index zu holen. Den haben die Brutes zusammen mit dem Miranda und mit dem Johnson ja dahin gebracht. Doch als der Chief im Thronsaal ankommt, sind schon alle ausgeflohen, weil kurz davor sich die Flut hier breit gemacht hat. Nur der Prophet der Gnade hat es nicht mehr rechtzeitig weggeschafft und wird gerade von dem Flutkörperchen ausgenuggelt. Na gut, jetzt sagt die Cordana, dass das Ding in der Mitte von der Stadt, das aussieht wie eine umgedrehte Wäschespinne, ein Raumschiff von der Blutsvetter ist und dass der Prophet der Wahrheit mit dem Ding die Covenant-Flotte zur Erde führen will. Der Chief müsste eigentlich hinterher, aber der will ja 8. Tadar verfolge, der ja nicht mit zur Erde fliegt. Der soll nämlich mit dem Index der Halo zünden. Die Cortana meint aber zum Chief, er soll sich darüber keinen Kopf machen. Falls der Tartarus der Halo anwirft, würde das Marines-Schiff, mit dem die Flut hier angekommen ist, in die Luft jagen und so der Halo kaputt machen. Hätte ja schon mal so geklappt. Also gut, der Chief lässt die Cortana da und schießt sich mit einem grünen Laserstrahl rüber zu dem Blutsfetter-Raumschiff, der sich dann kurz drauf durch ein Wurmloch zwängt. Und der Gebieter, wo ist der? Ja, der ist eigentlich Plan A, um den Tartarus aufzuhalten.
Der sammelt erst noch ein paar Elite-Kumpels ein und lässt sich dann vom Johnson, der einen Scarab gekapert hat, die Tür zum Kontrollraum aufsprengen. Innen drin trifft er dann den Tadarus, der die Miranda zwinge will, den Index einzusetzen. Der Gebieter versucht den Tadarus noch zu belabern und sagt dem 343 Gildisbug, er soll doch armer was sagen, er wüsste doch die Wahrheit. Bringt aber nichts. Der Tadarus hält am Koffer einen Schwurbel fest und steckt mit der Miranda ihrer Hand den Index ins Schlüsselloch. Doch zum Glück können der Gebieter unserer Elite-Freunde den Tadarus umboxen und die Miranda zieht den Index wieder raus, kurz bevor der Halo volle Pulle losballert. Aber der Halo hat ja schon eine Busy losgeballert und dadurch werden jetzt die übrigen Halos in den Fernbedienungsmodus versetzt. Ab jetzt können die Kringel alle von der sogenannten Arche aus ferngezündet werden und man muss nimmer zu jedem Einzelnen hinfliegen und den ganzen Hickhack mit dem Index machen. Ui, das klingt gefährlich. Da müssen sie jetzt wahrscheinlich zur Arche. Jupp, aber noch kurz zum Ende von Teil 2. Da sieht man nämlich de Crave, meint auf der High Charity, wie er seit Tentakel überall rumkriechen lässt und in Gedichtform sagt, er hätte noch so viel Frage. Und dann ploppt die Cordana vor ihm auf und sagt, fragen Sie. Krass. Ist die jetzt eine Verräterin? Scheint so. Okay, von der Release-Chronik her käme jetzt eigentlich Halo 3 ODST, das zwischen Teil 2 und Teil 3 spielt. Aber das erzählt nur, was so ein paar ODST-Soldaten auf der Erde erlebt haben, nachdem der Prophet des Bedauerns sich aus dem Staub gemacht hat. Ja, aber das trägt zur Story jetzt nicht so viel bei, deswegen gehen wir gleich weiter zu Halo 3. Na dann hau rein. Also, wir sind auf der Erde im kenianischen Dschungel und sehen, wie der Master Chief als kleines Feuerbällchen durch die Atmosphäre rast. Das fette Feuerbällchen nebendran ist das Vorläuferschiff mit dem Prophet der Wahrheit an Bord. Ohne Warte schon der Sergeant Johnson und der Gebieter auf den Chief und zusammen gehen die dann zur Miranda, die denen sagt, was Phase ist. Der Prophet und sein Leut wären gerade bei, ganz in der Nähe Apps auszugraben und eventuell könnte das die Arche sein. Also gehen sie dahin, um ordentlich Rabatz zu machen, aber dann schießt ein fette Laser aus der Ausgrabungsstätte in den Himmel. Die Leute denken schon, der Prophet hätte die anderen Halos gezündet, aber nee, stattdessen hat er nur ein gewaltiges, kugelrundes Portal aufgemacht, wo jetzt all die Covenant-Schiffe durchschlüppe. Ach, und das Portal führt wahrscheinlich zur Arche, gell? Ey, nicht so voreilig, so weit sind wir doch noch gar nicht. Weil vorher passiert auf der Erde noch Folgendes. Am Himmel geht ein anderes Wurmloch auf und hinaus kommt die Covenant-Raumschiffe mit der Flut an Bord, das dann auf die Erde kracht. Na super, jetzt hat die Seuche 8 die Heimat der Menschen erreicht. Und noch blöder, als der Chief in dem Flutraumschiffe Nachricht von der Cordana findet, erfährt er, dass die High Charity auf dem Weg hierher ist. Wo ja nicht nur sie an Bord ist, sondern ach, der Crave meint. Eieiei, ich sage dir. Aber na gut, es hilft ja alles nichts. Was jetzt am wichtigsten ist, ist ein Prophet hinterher zu fliegen durch das große Portal. Weil der bei der Arche ist, um die Halos fernzuzünden. Hab ich recht oder hab ich recht? Ja, hast ja recht, aber war jetzt auch nicht so schwer zu erraten. Gut, nachdem sich die Helden so ein bisschen auf der Arche orientiert haben, wird klar, dass sie jetzt zum Kontrollraum müssen. Und wie immer ist der Weg dahin mit Hindernissen gespickt. Zum Beispiel muss der Chief erst 3 Türme finden, um 3 Energiebarrieren auszuschalten, die den Kontrollraum schützen. Das macht er dann auch und als er die 3. Barriere runterlässt, geht wieder ein Wurmloch am Himmel auf. So, aber weil du ja so gut im Rade bist, sagst du mir jetzt mal, was da durchkommt. Keine Ahnung, SpongeBob? Ach bitte, Schröck, das ist eine ernste Angelegenheit. Da kommen die High Charity durch, auf der Crave meint ist. Ja, aber warte mal. Hieß es nicht, dass der zur Erde unterwegs ist? Du passt ja auf wie ein Dox. Also ja, der war wohl auch auf der Erde, aber dann ist er von da halt auch durch das große Portal geschlüpft. Na gut, währenddessen sieht der Master Chief auf einem Fernseher, dass der Sergeant Johnson im Kontrollraum hat rangenommen wird und macht sich auf den Weg, um ihm zu helfen. Ach, die Miranda kommt ihm zur Hilfe und crasht mit dem Pelikan durchs Fenster. Aber leider wird sie in einem unachtsamen Moment vom Prophet in der Rücke geschossen. So ein hinnerfotziger Hund. Und anschließend zwingt der Arche Johnson, die Halos zu aktivieren. Ich zähl mal mit. 1, 2, 3, Nummer 4 ist ja kaputt, 5, 6 und 7. Stopp mal. Wieso zwingt der den Johnson, den Knopf reinzudrücken? Und wieso haben sie in Halo 2 die Miranda gezwungen, den Index reinzustecken? Können das die Aliens nicht selbst? Ah je, willst du die kurze oder die lange Antwort? Die lange? Also, vor Milliarden vor Jahren kamen die Vorläufer in unserer Galaxis an. Das waren unfassbar fortgeschrittene Aliens, die nicht nur intergalaktisch reisen konnten, sondern auch die Fähigkeit hatte, Leben zu erschaffen. Okay, mach die kurze. Nee, die Covenant-Aliens können das nicht selber, so ein Halo kannst du nur mit menschlicher DNA zünden. Okay. So, wo war ich? Ah ja, die Halo-Ringe sind also im Bootvorgang und jetzt kommen der Chief und der Gebieter da an, um der Prophet sein lange Gurgel umzudrehen. Doch dann passiert etwas richtig Krasses. 2 Flutkasper hüben vor die 2 und der Cravemind spricht durch die hindurch zum Chief und zum Gebieter, dass man sich doch jetzt am besten mal zusammentun soll, um die Halo-Zündung zu unterbrechen. Jetzt hör aber auf, der Chief und der Gebieter tun sich mit der Flut zusammen. Ey, wenn ich dir doch sag... Die alle zusammen kämpfen sich jetzt Seite an Seite durch die ganze Brut, die der Prophet beschütze. Total krass. Ja, und am Ende kann der Chief tatsächlich den Ausknopf drücken und der Gebieter darf sich am Langhals rächen für all die Scheiße, die der verzapft hat. Bis auf den Miranda ihren Tod ist das alles ziemlich rund gelaufen. Aber das Bündnis mit der Flut hält nicht lang, weil als die 2 Helden sich vom Johnson ausfliehen lassen wollen, werden sie vom Cravemind seit Tentakel vom Pelikan runtergebatscht. Tja, auf so einen parasitären Organismus, der schon seit 100.000 Jahren das ganze Universum geißelt, kannst du dich halt einfach nicht verlassen. Okay, die Flut ist wieder böse, jetzt heißt Haxe in die Hand nehmen und mit
Vollgas in den nächsten Plot-Twist renne. Denn bei der Flucht wird der Chief durch eine Halluzination von der Cortana zu einem Schalter geführt, den er dann achtdrückt, und dadurch wird Trause eine unfassbar große Mauer hochgefahren. Allerdings ist das nicht einfach nur eine Mauer, sondern, und jetzt halte ich fest, ein neuer Halo, frisch vom Fließband. Wie ein neuer Halo? Ey, die Halos werden da gebaut. Die Arche ist nicht nur eine Halo-Fernbedienung, sondern auch eine Halo-Fabrik. Das gibt's ja gar nicht. Gibt's doch. Also neuer Plan, um die Flut zu killen, müssen sie den neue Halo zünden. Und das ist zum Glück auch relativ ungefährlich für die Galaxie, weil die Arche liegt richtig weit am Rand. 2 hoch 18 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum, um genau zu sein. Allerdings brauchst du für den Halo jetzt doch wieder einen Index. Da fällt Master Chief ein, dass die Cortana ja noch einen Einstecker hat, nämlich den von dem Halo, den die zwei in Teil 1 zerdeppert haben. Und die sitzt ja immer noch auf der High Charity fest. Also gut, erst ab zu der High Charity, die Cortana und den Index abhole und dann wieder zurück zum neuen Halo. Dort angekommen wäre es jetzt eigentlich fast vorbei, wenn er dem Clane beschissene 343 Gildis-Bug die Sicherung durchknallen würde. Denn wenn der ein Halo im unfertigen Zustand anschmeißt, geht er mit Krachboom kaputt und in dem Fall wird dabei auch die Arche geschrottet werden. Da hatte Gildis-Bug natürlich gar keinen Bock drauf und schießt so wild mit seinem Laserstrahl um sich, dass er eine Master Chief ausknipsen muss. Leider gibt da dabei 8. Sergeant Johnson den Level ab und der Chief muss Abschied nehmen. Traurig. Aber trotzdem muss er jetzt die Sache zu Ende bringen. Er aktiviert der Halo und flieht mit dem Gebieter zu dem Marines-Raumschiff, um damit durchs große Portal zurück zur Erde zu fliegen. Der Halo explodiert, die Arche auch und man könnte meinen, alles ist ein trockener Düscher. Aber dann gibt es einen Schnitt und wir sind bei der Trauerfeier auf der Erde, wo die gefallenen Helden geehrt werden und da ist zwar 8. Gebieter anwesend, aber nicht der Master Chief. Vielleicht ist er ja im Urlaub. Nee, es ist so gewesen. Bei der Flucht hat das Portal dicht gemacht, bevor das Raumschiff ganz durchgeflogen ist und dabei wurde es in zwei Teile geschnitten. Der Gebieter war vorne im Schiff und hat es deswegen zur Erde geschafft. Und der Master Chief war hin im Schiff. Genau, so ist es. Ja, und jetzt dümpelt er mit der Cortana irgendwo im Nirgendwo rum und hat keine andere Wahl, als sich in den Kühlschrank zu legen, um zu warten, bis ihn einer zufällig findet. Aber das passiert ja jetzt bestimmt in Teil 4, oder? Also eigentlich kommt jetzt erstmal Halo Reach, das die Vorgeschichte zu Halo 1 erzählt, aber da müssen wir gar nicht so lange drüber reden. Wieso dann? Klingt doch spannend. Naja, ich sage mal so viel. Reach war ein wichtiger Planet von einem Menschen mit 700 Millionen Einwohnern, der direkt vor Halo 1 von der Covenant eingenommen wurde. Und das Spiel zu dem Ereignis zeigt halt nur, wie 6 andere Spartans alles gäbe, um den Planet zu verteidigen, am Ende aber doch all drauf gehe. Naja, und man erfährt auch, wie die Menschen Wind von dem Halo gekriegt haben, zu dem sich die Pillar of Autumn ja dann auf den Weg macht. So fängt Teil 1 ja an, aber viel mehr ist da gar nicht, was unseren KW-Klatsch hier jetzt bereichern wird. Na gut, dann jetzt halt Halo 4. Gut, wir sind jetzt auf der Forward Unto Dawn, dem zweigeteilten Raumschiff mit dem Master Chief. Fast 5 Jahre lang hat er geschlummert in seinem Kühlschrank, als er von der Cortana aufgeweckt wird. Der Grund? Trause lungert der ganze Covenant-Flotte rum und will dem Chief an der Krare. Und das ist nicht immer das Schlimmste, weil die ganze Bagage befindet sich in der Nähe von einem Metallplanet, der sich öffnet und mit künstlicher Schwerkraft alles in sich hineinsaugt, also sowohl die Covenants als auch der Chief. Wo die da sind, willst du wissen? Das Ding ist eine sogenannte Schildwelt namens Requiem und wurde genau wie die Halos von der Plutusfeder gebaut. Allerdings nicht unbedingt als Waffe, sondern eher als militärische Außenposte. Hier tun sich jetzt mehrere Probleme auf. Das erste ist, dass die Cortana anfängt, ab und zu dumm Zeug zu babbeln. Du hast für uns deine Familie aufgegeben, deine Kindheit, deine Zukunft. Das irritiert den Chief natürlich und sie muss ihm beichten, dass ihr Verfallsdatum abgelaufen ist. So KI hält nämlich nur 7 Jahre und sie ist schon 8. Ist also nur noch eine Frage der Zeit, wann sie kaputt geht. Das nächste Problem klingt erst wie eine Lösung, um hier wegzukommen, denn die zwei empfangen Funksprüche von der Infinity, ein Schiff von den Marines, das auf der Suche nach dem Chief ist. Problem ist, dass die nicht miteinander labern können, die Funkverbindung wird gestört und wenn der Chief die Infinity nicht warnen kann, wird die vielleicht auch in den Planet eingesaugt. Und das dritte Problem taucht auf, als der Chief bei der vermeintlichen Quelle der Funkstörung ankommt, bei dieser Kugel hier. Denn die geht auf wie ihr Überraschungsei und hinaus kommt der Didaktiker, ein lebendiger Blutsvater. Ach du liebe Zeit. Aber wieso ist denn das ein Problem? Vielleicht ist der ja lieb. Ein Scheiß ist der lieb, ESG-Style. Der packt den Chief an die Krare, ohne ihn überhaupt anfassen zu müssen und hält erst einmal Ansprach. Die Menschen wären komplette Schwächlinge und ihr Zeitalter gehört beendet, wenn die nicht mal mit so primitive Lebensformen wie die Covenant klarkommen, die übrigens auch anwesend sind bei der Vorstellung und ab jetzt dem Didaktiker gehorche, weil Logo, schließlich ist da ja ein Gott für die. Aber anstatt den Chief gleich kalt zu machen, macht er das, was alle übermächtige Bösewichter tun, wenn sie es erstmal auf der Held treffen. Willst du mal raten? Ich schätze mal, er wirft ihn weg. Ich sehe, du kennst dich aus. Jupp, er wirft ihn einfach weg, der Knallkopf. Und deswegen kann der Chief aus der Eirichtung, die jetzt am Explodieren ist, fliehen. Trause sieht er dann, wie Problem Nummer 2 Gestalt annimmt, was ich vorhin genannt habe, nämlich die Infinity crasht auf Requiem, 70 Kilometer vom Chief seinen Standpunkt entfernt. Und on top fliegt auch noch der Didaktiker in seinem Belge dahin. Okay, Ziel ist klar, der Master Chief muss hinterher. Auf dem Weg trifft er sich erst noch mit ein paar Bodentruppe von der Infinity, bestehend aus dem Commander Lasky, den er noch von früher kennt, und der Frau Palmer, ein weiblicher Spaten. Zusammen kämpfen sie sich zur Infinity vor, die schon heftig belagert
befragt wird und dort bringt der Chief dann erst einmal dem Schiff seine Supergeschütze wieder auf Trab, um ein Didaktiker iPhone Latz zu ballern. Als nächstes soll der Chief und die ganze Marines dann die Schwerkraftquelle schrotten, die die Infinity am Fortfliegen hindert, was die, ich greife mal vorweg, ach schaffe. Doch davor hatte Chief noch eine sehr aufschlussreiche Unterhaltung mit der Bibliothekarin. Wer ist jetzt das schon wieder? Die Bibliothekarin war ein weiblicher Blutsvater und im Didaktiker seine Frau. Die ist zwar schon seit Ewigkeit tot, erscheint im Chief aber als künstliche Intelligenz und kann ihm so noch ein paar äußerst wichtige Infos verklickern. Und jetzt passt gut auf, die Menschen sind eine viel ältere Rasse, als man denken könnte. Die konnte schon vor über 100.000 Jahren kreuz und quer durchs All reisen und viele Welten besiedeln. Irgendwann haben die dann aber Bekanntschaft mit der Flut gemacht und musste daraufhin die Flucht ergreifen. Dabei sind die aber in die Regionen von den Blutsvätern vorgestoßen und es gab einen großen Krieg zwischen den zwei Völkern. Die Sieger waren am Ende die Blutsvätter, die die Menschen dann als Strafe ins Steinzeitalter zurückgestuft und auf der Erde in Quarantäne gesteckt haben. Allerdings hatte die Blutsvätter ja jetzt die Flut am Hals. Die Menschen hatte die ja eingeschleppt. Eine Idee, die auszurotten, waren die Halos, wissen wir ja. Aber der Didaktiker wollte was anderes probieren. Mit einer Maschine namens Composer, oder wie er auf Deutsch genannt wird, Erzeuger, hat er das Bewusstsein seiner Kämpfer digitalisiert und in Roboter gesteckt, weil die Flut ja nur biologisches Leben infizieren kann. Und als er gemerkt hat, dass er nicht genug Kämpfer hat, hat er auch Menschen digitalisiert. Der hat für die ja eh nichts übrig gehabt. Die Bibliothekarin fand das aber gar nicht gut. Und als der Didaktiker den Entschluss gefasst hatte, sogar die komplette Menschheit zu digitalisieren, hat sie die Notbremse gezogen und ihren wahnsinnigen Ehemann in eine Kugel eingesperrt. Eben in die Kugel, die der Chief jetzt aus Versehen aufgemacht hat. Tja, und jetzt wurde der Didaktiker wieder am Start, will er den Composer finden und damit die Menschen ausrotte. Da guckst du was. Okay, wir sind jetzt wieder auf der Infinity und der Captain Del Rio will das Schiff wieder heimfliegen, jetzt wo das Schwerkraftding kaputt ist. Auf dem Chief sein Einwand, dass es aber doch viel wichtiger wäre, den Didaktiker aufzuhalten, geht der Captain gar nicht ein und tut so, als hätte Chief nicht mehr alle Dasse im Schrank. Und als daraufhin die Cortana auf den Tisch haut und dem Captain die Meinung geischt, soll die sogar formatiert werden. Das ist dann auch dem Chief zu viel und ihm bleibt nichts anderes übrig als Befehlsverweigerung. Er bappt sich die Cortana an den Hinterkopf und versucht auf eigene Faust den Didaktiker von dem Composer fernzuhalten. Leider klappt es am Ende nicht ganz. Der Didaktiker kann mit seinem Raumschiff durch ein Wurmloch schlüpfen und der Chief muss hinterher. Ich tippe mal, die kommen bei der Erde an oder bei einem Halo. Antwort Nummer 2 ist richtig. Aber die landen nicht auf dem Halo, sondern auf einer Menschenraumstation in dem sein Orbit. Denn auf dieser Raumstation befindet sich der Composer, weshalb die schon von der Covenant angegriffen wird. Ja, und ab hier läuft es leider gar nicht mehr gut für den Master Chief. Erst will er den Composer in die Luft jagen, weil das Ding zu schwer ist, um es einfach hinauszutragen. Aber der Plan scheitert und der Didaktiker kann das Ding mit einem Traktorstrahl rausroppen. Und damit nicht genug, der testet die Waffe auch gleich und brüsselt die komplette Crew der Raumstation weg. Zack, alle tot. Bis auf den Master Chief. Hä? Wie konnte der denn überleben? Durch einen Trick von der Bibliothekarin. Die hat nämlich damals bei der De-Evolutionierung alle Menschen ein Gen eingebaut, das die immun macht gegen den Composer seinen Digitalisierungslaser. Allerdings muss das Gen erst aktiviert werden. Und genau das hat sie halt bei Master Chief gemacht, als er vorhin auf Requiem war. Ach so, ja klar, hätte ich mir ja denken können. Anschließend macht sich der Didaktiker per Wurmloch auf zur Erde. Der Chief kann sich an ihn dranhängen und nach dem Raumsprung Aren sei Raumschiff eindringen. Innen drin schnappt er sich ein kleines Atombömmchen aus seinem Flugzeug und sprintet zum Zentrum, wo der Didaktiker gerade bei ist, den Composer auf die Erde auszurichten. Der Chief tut zwar alles, um den Abschuss zu verhindern, aber er ist zu langsam und der Composer trifft New Phoenix. Schöne Scheiße. Millionen von Leuten wurden digitalisiert. Und dann wendet der Didaktiker auch noch seinen magischen Zaubergriff an und hält den Chief über den Abgrund. Es sieht also alles richtig schlecht aus für die Menschheit. Im letzten Moment kommt die Cortana zur Hilfe. Die taucht in mehrfacher Ausführung aus der Hartlichtbrücke auf der die zwei stehen, und fesselt den Didaktiker mit Hartlicht-Handschelle. Und mit letzter Kraft kann der Master Chief im Didaktiker Granate an die Schulter babbe, wodurch der Anunna in das Slipspace-Strudel fällt. Kann das sein, dass Halo 4 ein bisschen albern ist? Da hast du wahrscheinlich gar nicht mal so unrecht. Und der letzte Moment unterstreicht das auch nochmal. Weil der Chief muss ja noch den Composer kaputt machen und dafür haut er mit der Faust auf die kleine Atombombe, überlebt aber trotzdem, weil die Cortana ihn rechtzeitig in eine Schutzblase aus hartem Licht eingehüllt hat. Was danach ihre letzte Aktion war, bevor sie endgültig den Geist aufgibt. Ach, was ein Blödsinn. Wie kannst du denn nicht von der Atombombe getroffen werden, wenn mit der Faust... Ach komm, ist egal. Teil 4 ist jetzt vorbei, oder? Ja, der ist durch und jetzt kommt Halo 5 Guardians. Oh je, den muss ich jetzt echt mal ein bisschen eindampfen. Ich hoffe, der ist jetzt nicht ganz so wild. Ich fange mal so an. Wir haben jetzt nicht nur den Master Chief als einzigen Spaten, sondern gleich zwei Spaten-Teams. Das erste heißt Osiris und wird angeführt vom Locke, den man auch selber spielt. Die müssen am Anfang erstmal jemand von einem Covenant-Planeten retten, nämlich die Frau Dr. Halsey. Das ist die Schöpferin von den Spatens und auch die Designerin von der Cortana. Aber eigentlich ist die erste Mission nur dazu da, um zu zeigen, dass der Locke und seine drei Kollegen super cool und super tough sind.
Gut, und die zweite Spartentruppe heißt Blue Team und wird angeführt vom Master Chief. Die sind gerade mitten im Weltall bei einem Wrack von einem alten Forschungsraumschiff, um das vor Covenant-Plünderern zu bewahren. Und da hatte Master Chief eine Vision von der Cortana, in der sie eine riesige geflügelte Maschine aktiviert und sagt: Meridian wird folgen. Was soll denn das jetzt? Ich dachte, die Cortana wäre gelöscht. Ja, nee, ist sie doch nicht, weil es ist so gewesen und sorry, jetzt wird's wieder ein bisschen dumm. Als ein Didaktiker sein Raumschiff beschädigt wurde durch die Atombombe, hat die Cortana irgendwie Zugriff auf die Domain gekriegt. Sie hat Zugriff auf die Domäne der Blutsväter. Das ist wohl so eine Art galaxieumspannendes Wissensnetzwerk von den Blutsväter. Ja, und dadurch wird ihr Verfall geheilt und sie konnte weiter existieren. Oh Mann. Ja, ist halt so. Der Chief will also jetzt zu diesem Meridianplanet, um rauszufinden, ob die Cortana noch am Leben ist. Seine Einsatzleitung sagten aber per Funk: Nee, Chief, das lässt du mal bleiben, du hast sie wohl nicht mehr all. Und daraufhin wird der Chief schon wieder zum Befehlsverweigerer. Er geht nämlich trotzdem und sein Team kommt mit. Osiris, das andere Team, wird jetzt damit beauftragt, den Chief wieder einzufangen und verfolgt seine Spur zu Meridian. Da treffen sie aber erst The Warden Eternal, eine Blutsfäder-KI in einem Roboterkörper. The Warden meint, dass er der Cortana dient und deswegen den Chief und seine Leute durchgelassen hat, aber das Osiris-Team dürft nicht durch. Und darum müssen die den ersten Mal wegballern. Wie? Der dient der Cortana. Ist sie jetzt böse? Da kommen wir noch zu. Jedenfalls, das Osiris-Team holt irgendwann doch das Blue-Team ein und es gibt da Handgemenge zwischen dem Lock und dem Chief, was der Chief aber gewinnt. Und anschließend steigt der mit seinen Kumpels in ein Guardian-Ei und schlüpft mit dem durch ein Wurmloch. Was genau ein Guardian ist, wird später noch erklärt. Für jetzt belassen wir es erstmal bei riesige Blutsfädermaschine, Halbraumschiff, Halbwaffe. So, um einen Chief verfolgen zu können, braucht das Osiris-Team jetzt auch so ein Guardian. Und die Frau Dr. Halsey findet raus, dass einer auf St. Helios ist. Das ist ein Gebiet der seiner Heimatwelt. Ich kürze mal ab, was da abgeht, auch wenn es gar nicht immer so unspannend ist, weil die Spartans da ein Gebieter treffen und ihm nebenbei Hilfe seine Landsleute zu besiegen, die immer noch zu The Covenant gehören. Aber wichtig ist am Ende nur, dass der Osiris-Trupp den Guardian findet und damit dem Chief hinterher teleportieren kann, und zwar nach Genesis. Jetzt spann mich nicht länger auf die Folter. Was ist mit der Cortana? Gemach, lieber Daniel, wir sind gleich soweit. Zuerst kommt Blue Team mit dem Master Chief auf Genesis an. Das ist genau wie Requiem, eine Schildwelt von der Blutsfäder, nur viel grüner. Und da treffen sie wieder auf den Warden. Ja, ich weiß, der wurde zuletzt von Osiris zerschossen, aber als KI kann der ja immer wieder in andere Roboterkörper schlüpfen. Jedenfalls sagten der Chief, dass er hier ist, um die Cortana nach Hause zu bringen. Und ab da sieht der Warden das Blue Team als Bedrohung, weshalb die den auch nochmal wegballern müsse. Die Cortana selber ist ja aber nicht aggressiv gegenüber dem Chief, sondern labert per Funk auf ein Ei, um ihn auf sanfte Art von ihrem Plan zu überzeugen. So wird es nicht sein, John. Ich erkläre es dir genauer, wenn wir zusammen sind. Trant, was für ein Plan? Ja, ist ja gut, ich sag's jetzt. Also, es ist so. Die Blutsväter hatte damals den Mantel der Verantwortung. Damit wird die Aufgabe bezeichnet, sich um alles Leben in der Galaxis zu kümmern und darauf zu achten, dass die Biodiversität nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Der Mantel wurde Blutsväter vor Äonen von Jahren von ihren Schöpfer übertragen, von den Vorläufer. Aber schon damals beim Krieg zwischen der ersten Mensch und der Blutsväter, du erinnerst dich, hatte die Bibliothekarin geplant, dass irgendwann in ein paar hunderttausend Jahren die Menschheit den Mantel kriegen soll, wenn sie ein bisschen weiser geworden ist. Schließlich wurde die Menschheit ja auch von den Vorläufer erschaffen. Jedenfalls ist jetzt die Cortana, nachdem sie in dem Domain-Netzwerk rumgestüffelt hat, auf die verquere Idee gekommen, dass nicht die Menschen, sondern ihre Kreationen den Mantel haben sollte, sprich die künstliche Intelligenz. KIs können die verantwortungsvolle Aufgabe der Blutsväter übernehmen. Und die Guardians, die von der Blutsväter als galaktische Polizeieinheit entwickelt wurden, um niedere Lebensformen in Schach zu halten, solle ihr Werkzeug dafür sein. Deswegen lässt die von lauter anderen Menschen-KIs die restliche Guardians nach Genesis holen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Cortana will mit Gewalt alles biologische Leben unterdrücke und so und galaktische Friede erzwinge. Jetzt guck nicht wieder so, ich hab mir das so nicht ausgedacht. Willst du noch hören, wie es ausgeht? Ja, komm, mach. Okay, Osiris-Team kommt ein bisschen später ja auf Genesis an und trifft einen 031 Exuberant Witness. Das ist der weibliche Illuminat von der Installation hier. Und der bzw. die freut sich über die Unterstützung, weil die Cortana ihr die Kontrolle über die Einrichtung entrissen hat. Wollen Sie auch Cortana davon abhalten, die Aufgabe zu übernehmen? Nach ein paar Gefechte, unter anderem auch wieder gegen den nervischen Warden, holt das Osiris-Team endlich das Blue-Team ein. Der Chief geht schon in Angriffsstellung, aber der Locke beruhigt ihn. Er will ihn jetzt nämlich nicht mehr verhaften, sondern ihn bei seinem Cortana-Problem unterstütze. Dummerweise werden die dann aber gleich wieder getrennt, weil die Cortana den Chief und sein Team wegteleportiert. Och nö. Ja, ich weiß, aber halt durch, wir haben's gleich. So, der Chief muss sich jetzt noch ein, zwei Mal mit dem Kack-Warden rumärgern und trifft dann endlich die Cortana, von Angesicht zu Angesicht. Weil die zwei ja gemeinsame Vergangenheit haben, versucht der Chief sie noch ein letztes Mal zu belabern, aber sie hält ihren Plan für zu wichtig und sperrt, ach, wenn es ihr sehr schwer fällt, den Chief und sein Leute in eine Kryptomei. Das ist genauso cool wie die, in der der Didaktiker damals gefangen war. Wenig später kommt auch Team Osiris da an und muss mit ansehen, wie die ganzen Guardians einer nach dem anderen weggeportet werden, um sich über die Galaxis zu verteilen. Und die Cortana ist auch gerade bei mit ihrem eigenen Guardian,
Guardian und mit dem Kryptum einen Abfluch zu machen. Aber kurz vorm Slipspace-Sprung wird klar, dass die Osiris-Spadens der 031 Exuberant Witness wieder die Kontrolle über Genesis gegeben habe und die kann jetzt die Kugel mit dem Chief von der Cortana ihrem Guardian loslösen, der dann allein durchs Wurmloch schlüpft. Die Kugel schwebt zurück, wird aufgemacht und alle sind wieder zusammen. Gut, haben wir es jetzt? Fast, weil am Ende sehen wir noch, wie die Cortana mit ihrem Guardian bei der Erde auftaucht und mit einem einzelnen Impuls die komplette Streitkraft der Menschen lahmlegt. Einzig die Infinity konnte noch rechtzeitig abhauen. Auf St. Helios treffen sich der Locke und der Chief mit dem Gebieter und der Frau Dr. Halsey und am Ende sieht man noch ein Halo über einer grünen Welt und hört, wie die Cortana ein gruseliges Lied summt. Ach du liebe Scheiße, und an den Quatsch soll Halo Infinite anschließen? Soweit ich weiß schon. Da bin ich aber gespannt. Ich auch. Gute Kuh.